Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schick-Schick-Aufnahme-Session von Fallout 4. Tja, ich bin super geil, mein Bier wirkt nicht mehr. Und nun ja, meine Überlegungen sind tatsächlich, weil ich habe mir wieder, ein paar Mods zugehört, also was ist hier, eine Mod oder so. Und die es mir halt erlaubt, eine geilere Ausrüstung hier anzuziehen und da ist halt dann die Überlegung, dass ich halt eben mal hier die, wie soll ich sagen, hier die ganzen Taschen hier entferne. Und dadurch würde ich zwar im Prinzip vielleicht hier unten, also wenn ich die die Armor-Teile entferne tatsächlich und stattdessen hier so, was dann die Mod bringt, nämlich so eine Art, wie soll ich sagen, Westenkonfiguration, so Webbing auf Englisch. Und das wird dann halt insgesamt dann hier ein bisschen weniger von normalem Schaden und halt von Schadensresistenz im Sinne von normalen Schaden und Energieschaden geben. Werde dadurch halt ein bisschen weniger, sag ich mal, OP in Anführungszeichen. Und würde vielleicht auch geiler ausschauen. Dafür könnte man zum Beispiel hier dann ein bisschen mehr tragen. Das ist halt die Frage, weil ich muss sagen, ohne. Macht euch einfach selber ein Bild, weil ich meine, wenn man jetzt mal das und das und das und das wegmacht, dann sieht das Ding schon mal ziemlich geil aus. Und mit dem Webbing wird es von der Optik her sich nicht besonders viel hier ändern tatsächlich, wie es glaubt oder nicht. Daher. Ich schau mal jetzt aus dem Weg. Gott! Ja, ist halt dann eure Entscheidung. Also ich würde es zum Beispiel machen, weil es dann einfach mal optisch richtig pornös ausschauen würde. Atomskeletting. Yay! LSD-Trip! Bist du? Lutscher, hier geblieben. Hallo? Was? Shit, jetzt zeig ich dir tatsächlich verunterbrochen. Damn it. Sorry. Ah, Strahlung! Merkt euch, Kinder. Don't do drugs. Sag nein zu Drogen. Das ist ja einfach nicht hier existiert hier. Das kann nicht sein. Kannst du mir die Lottozahl sagen? Ah. Boah. Das wird mich so hart gleich überschauen. Alles klar. So. Wir haben jetzt sowas. Und ja. Schön, voll die geile heilige Stätte. Kann ich hier auch was haben?
War das ein Quest? Fürs Gewicht! Erstmal einen Einlauf verpassen. Die machen wir fertig. Das ist mein Mann. Verdammt. Kann mir kein schlimmeres Schicksal vorstellen, als zu einem Ghoul zu werden. Schon mal iPhone-Nutzer gewesen. Oh, snap! Ich brauche was zu verknusen. So. Zeit für Shotgun Power! Einfach das Versteck. Gleich. Ist ein Passwort nötig? Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. M-O-T-H-E-R. Mother? Könnte das das Passwort sein? Iridium, Tamium und... Früher wusste ich das auswendig. Mobdelium A. TH, war ich überhaupt damit richtig? Ach ja, das war noch Zeiten, als ich immer in Chemie. Ja. Thorium, ach so, Thorium, okay. Früher immer, wenn mir langweilig war, dann habe ich im Chemie, also zuerst im Chemieunterricht, habe ich dann immer die Periodentafel angeschaut und sie aus Langeweile. Da wird immer versucht, Wörter zu bilden. Na, wer von euch kennt das? ER, ER, ER. Also, ich glaube, es ist schon Iridium, ey. Ja! Erbium. What? Die Gründe war. So. Okay. Leerzeichen nie gehört, du haben. Oder Rock schaut. Nö. Perfekt. Oh, Knete.
Alter. Hier ist echt übertrieben viel Strahlung. So. Naja, noch eine andere Frage, die mir gerade in den Sinn kommt. Na, ich werde es euch dann später zeigen, weil... Ja, Ushanka eben. Weiter, von da. Mega awesome. Dann gehe ich ja mal dahin. Ob ich vielleicht doch anstelle dieses Teils hier eine Ushanka haben sollte, weil guck mal, das Ding hat ja schon Spermaflecken drauf. Das habe ich schon hart voll gejizzt. Hier kann ich snipen. Ja, jetzt braucht er erstmal eine halbe Ewigkeit. Ich sage mir immer wieder, dass ich mich mal zur Ruhe setzen sollte. Den Absprung habe ich wohl verpasst. In Rente gehen ist heutzutage einfach nicht mehr so attraktiv, wa? Ja, eben die Rüstung, ich meine, schon klar, die ist zwar essentiell im Spiel, aber guck mal, das sieht halt mega dann doch relativ kacki aus. What? Achso, der hat's ja so. Ich meine, es gibt ja schon viel pornöser ohne die Teile. Das ist ja schon zu gehen. Wieso ist hier niemand? Boah. Boah, ist das mysteriös? Ach, was soll's? Hier ist eine Mini-Atombombe, also. Zeit, ihnen eins auszuwischen. Mitten in ihr Gesicht rein. So. Ja. So ein Topic, über das ich euch tatsächlich mal reden wollte, weil... Und ja, an mir gehen jetzt auch nicht alle Trends so vorbei und da halt eben es tatsächlich so viele YouTuber anscheinend gibt. Ich habe zwar noch keinen wirklich von denen erlebt, aber viele Kollegen echauffieren sich drüber oder andere Menschen, dass viele YouTuber... Mal eben kurz trocken. Was war das? Mal so von wegen Augen auf, da verfolgt uns was. Real Talk machen und so. Denke ich mir so, ich mach mal heute einen Unreal Talk. Weil das einfach mal was anderes ist. Und nun ja. In Wirklichkeit, hinter dieser ultrasexuellen Stimme, die ihr hier hört, versteckt sich tatsächlich kein Mann, sondern ein Hamster.
Und das, der vor einem winzig kleinen... Besser, wir kriegen's als jemand an. Boah, voll der geile Start. Das hier ist hinter einer winzig kleinen Tastatur, einer winzig anderes. Kleinen Computermaus und einem Mini... und einem Miniatur... Mikro sitzt. Und nun ja, und dieser Hamster ist auch kein echter lebendiger Hamster. Nein, er ist ausgestopft mit Kuchen. Voll der Mindblow hier, wa? Na. Ich hab's gesehen, Leute. So. Nun ja. Und wir nehmen hier auch nicht in irgendeiner deutschen Stadt auf. Ob es glaubt oder nicht, denn stellt euch vor, in Wahrheit nehme ich hier aus Narnia auf. Den Ort gibt's wirklich. Ich bin ins Kleiderschrank als ausgestopfter Kuchenhamster reingegangen und bin automatisch zu Leben erwacht. Davor hat man mich ein Kind reingepfeffert. Und jetzt lebe ich und bin ein lebendiger kleiner Kuchenhamster in Narnia, der Let's Plays von Fallout aufmacht. Tja, was sagt ihr jetzt? Wahrscheinlich explodiert so euer Kopf so. Und so. Wenn ich das kommen gesehen habe. Weder mein Unreal Talk noch, dass ich ein Kuchenhamster. Tja. So ist nun mal das Leben. Wenn man denkt, man hat es begriffen, dann kommt es und fickt einem mitten ins Gesicht. Zuerst schießt es einem so volle Kanne mit Vollspann so einen Fußball ins Gesicht. Und dann erstmal schmerzt und dann trappt es einem noch in die Weichteile. Ja, so ist es. Was für ein Bullshit ich hier laber. Egal. Das ist ja Sinn und Zweck eines Unreal Talks. Knips, knips. Hä? Wo ist der andere? Es irritiert mich, wenn hier mal alles so leuchtet. Okay. Tja. Dafür bin ich nicht besoffen genug für diese Aktion. Oh shit, das sah ja nicht. Den tue ich mir tatsächlich auch noch für einen ganz guten Moment aufheben. So, speichern mal. Hallo. Der Doc hat mich gebeten, Zeuge zu sein. Also bin ich Zeuge. Yummy. Na, danke. Warte, ich werde ja wahrscheinlich...